Das Thema E-Auto wird für viele immer wichtiger werden. Und wer wie ich so eine alte Frostbeule ist und im Winter richtig schön die Heizung im Auto anmacht, der wird sich bald wundern, denn das Fahrzeug schafft dann von seiner normalen Reichweite nur noch 80 bis 50%. Wie man aber trotzdem ein bisschen Batterie sparen kann, das zeige ich euch jetzt. Was kann ich während der Fahrt machen, um aktiv auf das Betriebsmanagement des Akkus einzugreifen? Ich kann mir zum Beispiel schon mal, wenn der Akku noch kalt ist, eine Ladestation in der Nähe suchen. Dann weiß der Akku, er hat nur eine gewisse Zeit, um warm zu werden, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Heizung des Akkus wird quasi angeworfen und somit ist dann auf alle Fälle gesichert, dass der Akku nicht leidet, wenn ich dann an der Ladestation angekommen bin. Wenn man ein Fahrzeug wie zum Beispiel den Nissan Leaf besitzt, der kein aktives Temperaturmanagement hat, dann empfiehlt es sich, schon mal eine Ladestation zu suchen, die ein paar Kilometer weiter weg ist. Somit können sich dann das Auto bzw. auch der Akku schon mal warm fahren. Und wenn es dann an den Ladevorgang geht, hat man auf alle Fälle gesichert, dass der Akku auch die optimale Temperatur hat, um geladen zu werden und keinen Schaden nimmt. Sollte man die Möglichkeit haben, das E-Auto nachts in eine Garage zu stellen, dann ist das natürlich optimal, denn hier kann der Akku nicht komplett runterkühlen und kann gleichzeitig geladen werden, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich das Fahrzeug am besten immer so warm wie möglich halten, auch bevor es losgeht. Und wenn einem das Auto dann immer noch zu kalt ist, wenn man dann endlich drin Platz genommen hat, dann nicht die Heizung wie ein Berserker auf Vollgas stellen, denn das zieht natürlich Energie vom Akku, sondern am besten mal den Po-Toaster anmachen, Lenkradheizung anmachen. So bekommt man auf direktem Weg dann gleich schön die Wärme in den Körper und der Akku freut sich auch. Natürlich heißt es immer Safety first, also jetzt nicht hier vor lauter Sparheimer die Heizung gar nicht mehr anmachen. Vor allem, wenn die Scheibe beschlagen ist oder am besten noch vereist, dann heißt es, Akku ist erstmal egal und vor allem dessen Reichweite, der Durchblick ist das, was zählt. Irgendwann ist es immer so weit und das Ding muss einfach mal geladen werden. Hier habe ich auch noch ein paar Tipps für euch. Am besten immer nur auf 80% laden, vor allem wenn das Fahrzeug danach erstmal rumsteht. Auf 100% nur laden, wenn ihr danach sofort wieder losfahrt, da der Akku hier komplett beansprucht wird. Und die Smartfüchse unter euch wissen, mit einer App kann man sowieso alles voreinstellen. Also muss man hier auch nicht ewig rumstehen und darauf warten, dass der Akku die perfekte Ladung hat, sondern einfach vorprogrammieren und dann erstmal ein Eis essen gehen. Der Kia Soul lädt maximal mit 100 kW. Wenn der Akku kalt ist, sollte man aber auf niedrigen Ladungsstrom achten. Da ist die Säule zum Beispiel perfekt, die hat nur 11 kW. In der Regel sorgt das Auto aber auch selber dafür, dass der Akku nicht überlastet wird. Also nicht wundern, wenn ihr mal im Winter an einem Gleichstromlader steht, der natürlich um einiges effizienter ist und es trotzdem länger dauert, dann hat das Auto einfach nur auf Gesundheit des Akkus geregelt und es dauert halt einfach ein bisschen länger. Mein Profi-Tipp für euch, wenn ihr euch bereits für ein E-Auto interessiert und dieses mit Wärmepumpe angeboten wird, dann sofort zuschlagen, denn was macht die Wärmepumpe? Sie nützt die Wärme des Akkus und beheizt damit das Auto, sprich, der Akku leidet nicht, wenn ihr auch mal die Heizung richtig aufdreht. Los geht's natürlich immer im Winter, wenn man einsteigt, mit den kalten Füßen nicht. Denn am wichtigsten ist erstmal die Frontscheibe. Safety first gilt auch hier. Die muss immer frei sein. Und gerade im Winter ist ja die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Wenn ihr jetzt einsteigt, atmet noch viel, habt vielleicht geschwitzt, weil ihr schnell zum Auto gelaufen seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass die Scheibe schneller beschlägt. Deswegen gibt es meistens diesen schönen Knopf mit Scheibe und Füßen. Denn während die Scheibe dann schon mal schön frei wird, bekommen eure Füße als erstes auch warme Luft. Und hier gilt ebenfalls, nicht die Heizung gleich auf 28 Grad hochknallen. Das zieht nur Energie und letztendlich muss der Motor erstmal warm werden, damit die Heizung auch richtig arbeiten kann. Also schön entspannt auf 21 Grad stellen und dann während der Fahrt nachregulieren. Und wenn ihr mit den Füßen und der warmen Luft angefangen habt, oben steht die kalte, von unten kommt die warme, dann wird es euch auch viel schneller warm, wie wenn ihr einfach sinnlos von oben warme Luft ins Nirgendwo blast.
Wenn euer Fahrzeug eine Scheibenheizung hat, dann die natürlich sofort mit anmachen. Damit ist die Scheibe viel schneller wieder frei, aber die Heizung danach auch schnell wieder ausmachen, denn sie zieht richtig Energie. Ich habe jetzt nicht gerade die dickste Daunenjacke an, aber ich tue einfach mal so, als ob, ihr wisst schon, ne, die Stylerjacken, die man im Winter so hat, die am besten sofort auf die Rückbank legen, bevor es überhaupt losgeht. Denn wenn ihr mal in eine Gefahrensituation kommt, dann muss der Gurt erstmal komplett durch die Jacke durch, bis er überhaupt an eurem Körper ist. Ganz logisch, ohne Jacke ist natürlich der Effekt sofort da und ihr sitzt sicherer. Mein Profi-Tipp für euch heute schön zum Geld sparen. Gerade im Winter, da macht man ja gerne mal den Motor an, während man vorne noch am Kratzen ist. Wenn ihr dabei erwischt werdet, kostet die ganze Nummer 10 Euro Strafe. Ebenso ist es, wenn ihr den Schnee auf dem Dach liegen lasst. Ihr fahrt los, das schöne Schneebrett fliegt nach hinten weg. Die Nummer kostet 25 Euro, wenn ihr erwischt werdet. Und noch schlimmer wird es mit Eis und Eisplatten. Das kostet euch 80 Euro. Und wenn ihr vorne nur ein kleines Loch vorne ins Eis reinkratzt, also quasi an Sichtfeld, und ihr werdet damit erwischt, kostet das ebenfalls 10 Euro. Also viel Spaß beim Geld sparen.